Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen wieder zurück zu Mountain Blade Warband mit dem Blablabla-Mod, mit dem Warsword Conquest-Mod natürlich. Und ja, wir schauen jetzt mal bei Quellnest vorbei, was vor kurzem noch den Skaven gehört hat, ob da vielleicht was zu holen ist. Weil so schwach ist unsere Truppe mittlerweile auch nicht mehr. Ja. Kommt halt drauf an, ob wir da einen Belagerungsturm bauen müssen oder eine Leiter. Moment. Lazarus ist unser Ingenieur. Wie lange braucht denn der eigentlich noch bis zu seinem nächsten Level ab? Das kann dauern. Vielleicht hier noch irgendwie in eine Schlacht vorher. 60 von 61 Truppen sind verfügbar. So, ab jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt betreten wir gleich bretonisches Gelände. Oh, oh. Moment mal kurz, das sind ja nur 25. Und sie haben jede Menge Ratten bei sich. Huntsman, Human, Gralsritter. Komm, die schaffen wir. Hallo, Lord Pujulet. Gut, wo stehen wir? Wir bleiben hier stehen. Ratten, lass mich mal bitte durch. Nun gut. Alles klar. Infanterie hierhin. Helden hierhin. So, und meine Fernkämpfer stellen sich hierüber auf. Oh, oh. Ja, Bogenschützen. Ich hoffe, wir treffen ein bisschen besser. So. Angriff. Und 1-1 steht's. Oh, Moment, ich habe ja auch eine Waffe. Haha, hab ich ja komplett vergessen. Hallo? Ich sehe mein Fadenkreuz nicht. Ach je, je. Würdet ihr bitte aufhören, auf mich einzuprügeln? Ich muss hinter meine eigene Schützenlinie. Gelegentlich auch mal nachladen. Oh, das ist doch die Höhe. Ach ja, zielen sollte gelernt sein. Ratten, beschützt mich. Nein, aus. Ernsthaft? Na kommt Leute, schleppt mich vom Feld. Es sieht richtig mies für uns aus. Ja, komm, ziehen wir uns zurück. Ja, wir können uns zurückziehen. Also das Schießen muss ich noch ein bisschen üben. Jep, ich hoffe, das passiert nicht nochmal. Oh nein. Ist nicht dein Ernst. Wie viele Leute habe ich einsatzbereit? Das ist die Frage. Sechs gegen 15. Und ja, meine Ratte getötet. Und offenes Gelände, wo die noch besser sind. Naja, stellen wir uns hier mal auf den Hügel drauf. Leute, zu mir. Das kann wirklich heiter werden.
Von wo kommen die? Von da drüben. Alle Mann hier hoch. Das auch nur, weil ich kein einziges Mal getroffen habe. Und auch zu doof war, auf mein Schwert zu wechseln. Moment, falsche Taste. Na klar. Weißt du was? Noch ein bisschen weiter hoch. Sicher ist sicher. Moment, kommen die da oben rum? Das wäre ein bisschen unpassend. Wobei, hier sind ihre Pferde ja relativ schwach. Auf so einem Hügel. Oh, guck mal, da sind sie ja. Wow. Und ich treffe einfach nichts. Aber die treffen mich dafür umso besser. Also mit dem Bogen wäre ich ein bisschen besser. Ich hätte vorher ein bisschen Fire with Sword spielen sollen. Und wie schaut's aus? Kriegt ihr es gebacken? Nein, sieht nicht danach aus. Na kommt Leute, Zurückzug. Ja komm, lass mir ein paar zurück. Und ich hoffe, diesmal können wir abhauen. Oh, Glück gehabt. Ja, das Schießen müssen wir noch lernen. Und wir haben sehr viele Leute verloren. Und alle verletzt. Das ist ja gleich noch viel besser. Rekrutieren wir erstmal, bevor wir uns um etwas anderes kümmern. Das war wirklich ein Reinfall. Weißt du, erst vergesse ich, dass ich eine Schusswaffe habe. Und dann kann ich nicht mal treffen. Naja, hoffen wir mal, dass sich unsere Leute relativ schnell erholen. Naja, ich wäre zumindest wieder einsatzbereit. Das ist ja auch schon mal was wert. Irgendwelche Level-Ups? Nein. Rekrutieren. Drei weitere Ratten für uns. Und dann beginnt wieder alles von vorne. Aber hey, es hat was Gutes. Unsere Huabind ist ein bisschen günstiger geworden. Dabei wollte ich nur gucken, wie stark die Festung bewacht ist. Aber gut, Bretonen auf freiem Feld zu stellen, ist schon nicht ganz einfach. Vor allem, wenn die Hälfte meiner Helden einfach aus Lappen besteht, die es noch hochtrainiert werden muss. Da will sich mir keiner anschließen. Fürchterlich. Na komm, auf nach Warpfire. Eieieiei. Royal Traders. Alles klar. Oh, langsam erholen sich meine Truppen wieder. Die Buckmaster können weiter nach oben. Erstmal auf nach Squeak. Hier kann ich niemanden rekrutieren momentan. Warpfire wollten wir natürlich. Wohin denn sonst? Jetzt dürfen wir nochmal alles abreiten. Also ohne ein Schild komme ich nicht zurecht. Das steht schon mal fest. Nun gut, machen wir es erstmal so. Und die haben mir natürlich mal wieder mein... Ja. Das war so klar. Woher bekomme ich jetzt neues Geld für ein Reittier? Das wird noch schwierig. Naja, erstmal auf nach Black Nest. Bevor wir hier selten dämlich hin und her rennen. Ach ja, mittlerweile sind wieder 24 unserer Leute einsatzbereit. Das freut mich.
Und vielleicht muss ich mich wirklich mal jemanden anschließen. War schon lustig, wie weit das Schiff segelt. Das sind Landschiffe, wohlgemerkt. Meine Moral ist niedrig. Ja gut, das ist ein Problem. Wir haben ja noch Käse, hier noch ein paar Würstchen und das war's dann mit dem Essen. Nun, wir brauchen dringend einen Zahltag, damit wir uns mehr Essen leisten können. Und der letzte Zahltag ist ja noch nicht so lange her. Probleme über Probleme. Probleme, die keiner haben möchte. Und wir sie trotzdem haben. Yay! Upgrades. Ich glaube, ich sollte das Befördern erstmal lassen. Jetzt bin ich nämlich pleite. Was machen wir denn jetzt? Wir können eigentlich momentan gar nichts machen, bis wir wieder Geld haben. Wie könnte ich meine Moral weiter steigern? Wir werden ein paar Bauern platt machen. Sieht fast danach aus. Naja, solange wir uns jetzt Zeit lassen, umso besser wird die Burg wieder verteidigt werden. Das steht schon mal fest. Moment, was kostet Nahrungsmittel bei euch? 44. Moment, ich habe ja Wolle dabei. Die ist ja auch noch ein bisschen wert. Gut, auf in die Stadt. Oh, die Stadt wird angegriffen. Die Elfen wollen es jetzt anscheinend wissen. Oh, guckt euch mal diese Armee an. Ich will nur in die Stadt, Leute. Ich bin nur zu Besuch hier. Nun gut. Marktplatz. Warenhändler. Weg damit. Holen wir uns noch ein bisschen Brot. Bisschen Beef. Ja, wir bekommen immer noch ein bisschen Geld. Feines Brot können wir uns nicht mehr leisten. Na komm, etwas mehr Beef. So, ab in die Taverne. Mal gucken, ob hier irgendjemand da ist, den wir uns nicht leisten können. Ein Goblin-Händler. Was verkaufst denn du? Oh, Goblin-Ausrüstung. Das wäre vielleicht interessant für meinen Goblin-Gefährten, wenn wir das Kleingeld dafür hätten. Naja. Dann haben wir hier noch den Humatiran, einen wandernden Barden. Ja, mit einem Red Ogre wäre mir das nicht passiert. Nun gut. Gehen wir Bauern jagen. Wobei, das wird ja auch relativ schwer, so ganz ohne, wie soll ich sagen, so ganz ohne Reittier. Da sieht man ja direkt, wie langsam wir uns vorwärts bewegen. 3,0. Ich weiß, es liegt da jetzt überwiegend an der Nacht, aber es ist trotzdem verdammt langsam. Na, dafür ist unsere Moral jetzt durchschnittlich. Da wir jetzt ein bisschen Nahrung nachgekauft haben. Wir müssen dringend ein paar Gefangene machen. Und vor allem muss ich das Schießen üben. Weil mit diesem lausigen Wert von 61 treffe ich ja gar nichts. Das Fadenkreuz, das wird ja auch immer kleiner, desto besser man in dem Skill ist. So, 5,0 am Tag. Eine Zwergenarmee, alles klar. Die haben es auf mich abgesehen. Die wissen ganz genau, was ich vorhab. Hm.
Was habt ihr vor? So, jetzt sind die über alle Berge hoffentlich. Das einzige Vorteil ist, dass die wirklich sehr langsam sind bei dieser großen Truppgröße. Da können wir sie doch ein bisschen ausmanövrieren. Hi. Ich dachte schon, ihr seid mutig und greift die an. Das Dorf wurde schon wieder geplündert. Vielleicht sollten wir beim Plündern auch mal teilnehmen. Hundertsiebzig Zwerge sind da drin. Wir kommen nicht einmal mit 10 klar, momentan. Schön, dass bei Nacht keine Bauern rumrennen. Nun gut. Ja, das bekommen wir alles wieder in den Griff. Dauert nur seine Zeit. Oh. Der König höchstpersönlich. Können wir es mit dem 30er-Trupp aufnehmen? Wenn wir ihn sehr weit vom König weglocken? Ja, jetzt rennt ihr, ne? Nun gut. Guck mal, Bauern. Und der König. Ja, da haben wir unseren Moment verpasst. Der König weiß, seine Festung zu verteidigen. Wohlgemerkt. Und da werden keine Bauern rauskommen, weil es geplündert ist. Ach, haben wir ein Pech. Legen wir uns mit den Zwergen hier an. Moment. Alle Mann mir nach. Moment, habe ich meine Pistole nicht ausgerüstet? Zurück zur Vorratskiste. Oder haben die mir meine Pistole weggenommen? Das wäre eine Katastrophe. Ich habe meine Pistole noch. Nun gut. Position halten. Position halten. Schützen, falls ich noch welche habe. Hier die Position halten. Einfach mal reinballern. Vielleicht treffen wir etwas. Oh ja, das war ein Treffer. Das war auch ein Treffer. Oh. Das war auch ein Treffer. Nun gut, Leute, lasst euch nicht einschüchtern. Ihr? Nee, ihr. Na komm. Oh. Leute, zu mir. Die werden es büßen. Dass die mich geschlagen haben. Elende Zwerge. Nun gut. Au. Immer noch schützen. Da wird es langsam ein bisschen knapp, ne? So, du gehörst mir. Und du ebenfalls.
Oh oh. Gut gemacht. Yay, ein Packmaster. Oh, da oben ist noch so ein Schütze. Und ein langer Arm. Sehr gut. War's das jetzt? Wie viele Verluste haben wir? 10. Oh, das ist eine Menge. Aber dafür haben wir Gefangene ohne Ende. Die wir nicht alle mittransportieren können. Und das auch nur, weil die meisten meiner Leute fehlen, um sie zu bewachen. Schrecklich. Zwergenausrüstung. Naja, was soll's. Es wird uns über Wasser halten. Das Gold muss ich noch behalten. Befördern können wir momentan gar nichts. Oh, ich hätte ein Level-Up. Das habe ich jetzt beinahe übersehen. Ja, ja, ist in Ordnung. Charakter? Agilität, da wollten wir mal was steigern. Und gehen mal auf Riding, damit wir uns irgendwann mal eine bessere Ratte leisten können. Stecken wir hier alles mal in die Firearms, damit wir mit der Pistole auch besser werden. Oh, die Schlacht tobt da oben noch. Du willst mir hinterher? Wir sind zum Glück einen Ticken schneller als ihr. Sonst würden wir Probleme bekommen. Oh, die Elfen haben Putritzwump eingenommen. Putritzstump. Oh, schlechte Zeiten für die Underworld. Ein Glück, dass wir uns die nicht angeschlossen haben. Aber die werden trotzdem meine Gefangenen kaufen. Das steht schon mal fest. Und davon kaufe ich mir ein neues Reittier und die Welt ist wieder in Ordnung. Wenn der Weg dorthin nicht so lange dauern würde. Das wäre schon mal ein Anfang. Hier geht es den Ratten ja noch gut. Eieieiei, sind da viele unterwegs. Naja, schneller, Leute. Erstmal in die Taverne. Ein Chaoszwerg. Naja, egal. So, weg mit euch. Weg damit. Weg damit. Und weg damit. 1319 Gold. Marktplatz. Vielleicht sollte ich mir noch ein paar Ratten als Ersatztiere mitholen. Kommst du auch mal mit? Und dann verkaufen wir dir das ganze Zwergengelumpe. Nun gut. Reicht's noch für ein Brötchen oder so? Ach ja, das wird ja schlecht. Hab ich ja komplett vergessen. Und dann sind wir pleite. Alles klar. Naja, der nächste Zahltag wird das alles richten. Hoffentlich. Budget. Ja doch, da kommt einiges zusammen. Könnte zwar ein bisschen mehr sein, aber hey, besser als gar nichts. Moment. Solange wir noch Kleingeld haben, sollten wir definitiv Rekruten mitnehmen. Kleingeld haben wir denn noch? 135. Alles klar. Und hier will sich uns keiner anschließen. Das finde ich schade. Die haben einfach nicht die richtige Einstellung. Ja, auf nach Vermin Hole. Immerhin einer.
Das ist ja auch schon mal was wert. Weil die sammeln jetzt mittlerweile auch Erfahrung, sobald wir uns die Level-Ups leisten können. Dann haben die zumindest ein bisschen was. Was ja auch nicht verkehrt ist. Da können wir sie instant befördern. So, Rekruten. Ah, Labyrinth wurde bereits gelootet. Dann auf nach Swarm Lair. Yay, Kleingeld. Sehr schön. So, das nutzen wir natürlich zum Befördern aus. Gunner. Molder. Neuer Nightrunner. Die gehen uns langsam zur Neige. Nach unten. Master Maulder. Rattenreiter, alles klar. Veteran-Clan-Red kann auch nach oben. Ist zwar nicht besonders weit, aber hey. Rekrutieren wir noch ein bisschen. Bam, babam, babam, babam. Rekrutieren. Immerhin 3. Das ist schon eine halbe Menge von denen. Vielleicht sollte ich... Oh, Banditen. Nun gut. Ich würde dann mal sagen, um die Banditen kümmern wir uns dann im nächsten Part. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken, wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.